So, liebe Leute, weiter geht's mit Sniper Elite 4. Hör mal, da oben der Kollege, der möchte doch nicht auf uns schießen, oder? Ich hab dich schon gesehen, Kollege, der nicht hat dich verraten. Dann nehmen wir den halt mit. Boah, das ist ein schöner Weiter. Einmal durch den Namen durch. Das spielt er eh nicht mehr. Oh, dann heißt es Bye-Bye, Kollege. Es gibt nur einen coolen Scharfschützen hier. Das bin ich. Oh, da oben ist einer. Aber den holen wir trotzdem noch. Super, es wollen natürlich alle von uns was von uns. Ich arbeite mich jetzt gerade mal ein bisschen hier durch. Oder ruhe mich jetzt mal ein bisschen um hier. Hatte ich nicht die gute Idee. Ich muss mich gerade wieder auf mein Scharfschützgewehr verlassen. Komm mal. Schieß doch nicht auf mich, oder was? So. Scheiße, ich war zu langsam. Ich hätte ihm gerne noch schön die Nüsse weggeschossen. What? Okay, das wird alles andere als einfach werden. So, dann ziehe ich mich jetzt wieder ein bisschen zurück. Ah, da stehen noch zwei. Ja, die kommen aber auch jetzt irgendwie zu, ja. Ja, what the fuck, mit was schießen die auf mich? Dass die mich direkt down kriegen. Ich hab voll Energie und kriegen mich direkt down, oder was?
War klar, dass sie das. Uiuiui, drei gegen einen. Einen konnte ich mir mitnehmen. Das waren drei Stück, die mir in den Rücken gefallen sind. Super. Der wollte nicht. Nee, ich weglaufen, Kollege. Ich krieg dich doch trotzdem. So. Sollen sie jetzt mal kommen? So. Das ist alles. Ich brauche unbedingt die Munition für die Gewehre und so. Ich
denn da jetzt gesehen? Fuck you. So. Es war eigentlich gut jetzt hier, oder was? Sind die nicht über die Minen? Sind die nicht in die Minen gestrandet, die Typen? Damit gerechnet, dass die locker in diese die ganzen Minen da reintreten. Oh, ein paar sind reingegangen, Kurt. So, ein paar sind jetzt nicht reingegangen. Kommen die nicht? Warum eine Mine? Nee. Ich will nicht unbedingt alles mitnehmen. Klar, erstmal alles mitnehmen. Und klar, sind hier viele, viele Feinde. Das ist mir schon klar. Ich vermute, dass das hier einer der wichtigsten Schützpunkte überhaupt ist von den Feinden. Kuckuck. Nehmen wir alles mit. Schätze, ich habe alles eingesammelt. Oh, da bist du. Ich muss den Bomber irgendwie signalisieren, wo wir hier sind. Die Wasserstoffkraft ist total zu überlassen, wäre eine Möglichkeit. Da hinten in der Ecke chillt der. Ich hab den nicht gesehen. Jetzt bitte sag bitte nicht den anderen Kontrollpunkt Nummer 0. Ne, okay. You.
glaube, der ist tot, ja. Der ist tot. So, wie viele Feinde haben wir denn überhaupt noch hier so rumrennen nebenbei? Also hier sind nur drei. Plus die 3, 4, 5 da an der anderen Dings. Also mindestens insgesamt, wenn ich richtig rechne, 8. Ich glaube, das ist halt der... Ja gut, es ist eh alles der eine Kontrollpunkt. Also wir müssen hier uns nur durcharbeiten. Anführungszeichen, das ist ein sehr lokaler Punkt. Rang 15. Gut, ja, arbeiten wir uns hier durch jetzt. Ja, ja, ist klar. Zu zweit könnt ihr mit dem MG auf mir bei mir chillen da. Okay. Eine Wasserschrift in der Oxidanlage. So wird die Rakete also angetrieben. Ich muss den Bomber irgendwie signalisieren, wo wir hier sind. Sonst nichts. Die Wasserstoffperoxidanlage zu überlasten wäre eine Möglichkeit. Ja. Ja, wo waren? Wo sind die denn alle, ey? Das ist das Problem. Zwei Mann weniger. Zwei Mann weniger. Also die sollen ruhig alle kommen, das interessiert mich ein herzlich wenig. Die sollen ruhig alle kommen, interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht. Das würde mich sogar noch erleichtern.
Nehmen wir den halt mit. Mein LKW da hinten noch. Den gab's auf dem Kopf. Da habe ich gerade nur so gesehen. Gut, dann schauen wir mal, ob wir uns hier dann gemütlich durcharbeiten können. Bis dahin, oder auf Wiedersehen. Ciao.